Der Kreuzweg durch Basel ist eine Tradition seit vielen, vielen Jahren. Die offene Kirche Elisabethen lädt Männer, Frauen und Kinder ein, einen Weg durch Basel zu machen. Jeweils zwei oder drei Menschen tragen dann ein altes Holzkreuz. Und wir machen an Stationen Halt, mit denen wir Leiden, Schmerz, Tod oder Ungerechtigkeit verbinden. Dort beten wir kurz und singen ein Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. The way of the cross through Basel is a well-established tradition by the Open Church of St. Elizabeth. Each Good Friday evening, we make a way with our wooden cross and hold at stations where we think pain, sorrow, injustice happens. There we put the cross, hold for a minute, pray and sing the Kyrie eleison, Lord have mercy. Unser Kreuzweg führt dann jeweils in die offene Kirche Elisabethen, wo ein Labyrinth aus Kerzen gelegt ist, in dessen Mitte das Christuszeichen Chiro, Christos, griechisch, gelegt ist. Mit dem Kreuzweg und dem Labyrinth gehen wir den Weg durch das Außen in das Innen und versuchen, dem Mysterium dieses Tages auf die Spur zu kommen. Dieses Mysterium, das sagt, Leiden ist wirklich, aber Leiden hat auch ein Ziel, so wie unser Leben. The way of the cross leads each normal Good Friday into the open church of St. Elizabeth, where a labyrinth is laid on the floor with its middle, the Chiro, the Greek first letters of Christ. With the way of the cross through Basel and the inner way of the labyrinth through the candles to the Chiro letters, we meditate the mystery of this very day, the mystery which is in the center of our Christian faith, that suffering and death is real, but it leads to a greater and better future. An diesem Tag, an diesem heutigen Karfreitag, ist alles anders. Wir laden euch mit den Bildern der vergangenen Jahre, der Musik und den Karttexten ein, euren inneren Kreuzweg zu gehen. Stellt euch jene Orte vor, an denen ihr Schmerz, Leiden oder Ungerechtigkeit erlebt habt oder vermutet, vielleicht auch jene Orte, an denen gerade Großes passiert. Betet dort ein inneres Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, und geht dann mit uns auf ein inneres Labyrinth. Bewegt euch auf die Mitte zu, indem ihr auf die Worte des Evangeliums hört und meditiert das Mysterium dieses Tages, das Schmerz und Leiden zum Leben führt. Wo auch immer ihr seid, seid gesegnet. On this very Good Friday, everything is different. We cannot walk through Basel with a wooden cross. We cannot invite you to walk through the labyrinth to the Christ Center. We invite you to imagine the places where you experienced sorrow, pain, or injustice, or where you think that God has to be present because great things happen there. And then we invite you to walk your inner labyrinth, to meditate the mystery of this very day by listening to the gospel and the music we offer. Wherever you are, stay safe and be blessed.
Sie schleppten Jesus bis zur Anhöhe Golgotha, das heißt übersetzt Schädelplatz. Dort reichten sie ihm einen mit Myrrhe versetzten, betäubenden Wein, aber er nahm ihn nicht. Sie kreuzigten ihn und teilten seine Kleider auf, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Als Aufschrift mit der Angabe seiner Schuld stand geschrieben: Der König des jüdischen Volkes. Mit ihm kreuzigten sie zu seiner Rechten und zu seiner Linken 2 Leute, die Straßenraub begangen hatten. Die Vorbeigehenden machten sich lustig über ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten und riefen: Haha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen neu aufbaust, hilf dir doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die hohen Priester höhnten untereinander und mit den Toragelehrten. Andern hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen, der Messias, der König von Israel. Soll er jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir es sehen und vertrauen? Auch die mit ihm zusammengekreuzigten beschimpften ihn. Um 12 Uhr breitete sich eine Finsternis im ganzen Land aus, bis um 3 Uhr. Um 3 Uhr schrie Jesus sehr laut: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige der Dabeistehenden das hörten, sagten sie: Sieh nur, er ruft Elia. Einer lief, tränkte einen Schwamm mit durstlöschendem saurem Wein, steckte ihn auf einen Rohrstock und gab ihm zu trinken, wobei er sagte: Halt, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herunterzuholen. Aber Jesus schrie laut auf und sein Lebensgeist verließ ihn. They brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him. Dividing up his clothes, they cast lots to see what each would get. It was 9 in the morning, when they crucified him. The written notice of the charge against him read, "The King of the Jews." They crucified 2 rebels with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "So, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, come down from the cross and save yourself." In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. "He saved others," they said, "but he can't save himself. Let this Messiah, this King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe." Those crucified with him also heaped insults on him. At noon,
Darkness came over the whole land until 3 p.m. And at 3 p.m, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of those standing near heard this, they said, Listen, he's calling Elijah. Someone ran, filled a sponge with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. Now leave him alone. Let's see if Elijah comes down to take him down, he said. With a loud cry, Jesus breathed his last.